So Leute, wir waren letztens stehen geblieben bei diesem Auftrag hier. Und zwar hatte ich diesen Auftrag sogar schon gespielt. Allerdings, ja, weiß nicht, ich hatte ein kleines Missgeschick. Ich habe mich erstens nicht allzu intelligent angestellt bei der Mission. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut so, dass ich das jetzt nochmal spielen darf. Aber ich sollte flüchten, bin geflüchtet, allerdings mit meinem Boot und mit meinem Schiff. Ganz am Ende von der Mission. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und die Mission sollte ich jetzt nochmal machen. Und da hatte ich gesagt, scheiß drauf. So habe ich das nicht aufgenommen, beziehungsweise nicht verarbeitet. Machen wir das jetzt nochmal. Das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei, Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Bewahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. So. Hast mal einen kleinen Snack zu mir genommen. Etwas getrunken. Dafür eignen sich solche Zwischenpausen hier perfekt. Oh Mann. Geht schon gut los. Ja, what's up. Ja, die Mission ist ein bisschen tricky. Muss man ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen solltet ihr jede Menge von diesen Schlafpfeilen dabei haben. So, und dann tun wir den Idioten am besten schon mal. Wow, wie dämlich ist der. Jetzt, sehr schön. Ich dachte schon, was soll das? Warum geht das nie? So, der ist tot. Ja, wir müssen jetzt diesen Torres finden. Diesen Typen. Ich glaube, der ist da vorne irgendwo. Zumindest war er letztens da vorne. Na, wo ist er? Oder ist er hier? Letztens bin ich direkt in seine Arme gelaufen. Das war nicht so intelligent. Ich glaube, der ist hier vorne direkt um die Ecke. Ich mich nicht irre. Ja, da ist er. So. Leute, müssen wir jetzt einfach nur verfolgen. Gut, dass ich jetzt dieses eine Rindvieh da oben schon tot gemacht habe, weil der ist mir letztens auch zum Verhängnis geworden. So, jetzt muss man einfach nur warten und den hinterherlaufen. Sollte eigentlich nicht so schwer sein, vor allen Dingen, weil ich jetzt weiß, wo die langlaufen. Alles kein Problem. Müssen bloß aufpassen, dass wir uns nicht erwischen lassen hier. Assassinenauftrag habe ich ja auch noch offen, sehe ich gerade. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Am besten wir verfolgen die Typen übers Dach hier, ansonsten haben wir ein paar Probleme wahrscheinlich. Das wollen wir ja nicht. Müssen wir schön in den Busch bleiben hier am besten. Dann soll das alles eigentlich kein großes Problem sein. So, hier aufs Dach. Soll ein bisschen gucken jetzt. Gott, natürlich sollten wir es im Auge behalten, das stimmt. So, dann gibt es natürlich jede Menge Wachen auch auf dem Dach. Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir die rechtzeitig mit Schlafpfeilen betäuben, dass sie uns nicht erwischen. Weil, wie ihr sehen könnt, ist ja alles komplett aus komplettes Sperrgebiet. Ausgangssperre. Ja. Und nicht runterhupen, bitte. Nebenbei müssen wir den natürlich zuhören, aber Gott sei Dank ist es jetzt natürlich eine Mission, wo wir nicht unbedingt jetzt hier in der Nähe bleiben müssen. Wir müssen die einfach nur im Auge behalten. Leg mich. Ah, vorne ist noch eine Kiste. Hatte ich letztens eigentlich auch schon. So, aber später dann wird es hektisch, das kann ich euch schon mal sagen. Oh, die haben irgendeinen getötet, glaube ich. Ja. Die sind nicht zimperlich. So, verfolgen wir die mal weiter. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Ich denke mal, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende des Spiels. Mittlerweile bin ich sogar ganz froh. Oh, fuck. So, du stirbst. Beziehungsweise schläfst.
Dann kann ich dich nämlich gleich außer Gefecht setzen. Ich hoffe, der fällt nie runter. Ja, sehr schön. So, gleichzeitig könnte ich jetzt theoretisch noch diese Truhe. Wo ist die Truhe? Ah, die warten hier. Ja, die Truhe hole ich mir noch. So. Beuten. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt gewartet haben. Die Leiche doch noch runtergefallen oder so. Wie gesagt, müssen aufpassen, dass wir uns nicht von den Typen erwischen lassen hier. Von diesen komischen. Wo ist der nächste hier? Ich weiß, dass hier gleich noch einer kommt. Da hinten ist er. Oh Mann. Aber muss er jetzt da hinten stehen oder was? So, du schläfst. Ja, müssen sie mich jetzt ein bisschen beeilen, müssen nämlich hinterherkommen hier. Am besten, ihr tötet doch immer gleich diese Idioten hier. So, hinten müsste gleich noch einer stehen, wenn ich mich nicht irre, irgendwo. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach nur warten hier. So, sollte ich die im Auge behalten, also immer mal wieder mit dem... Oh Gott, hier sind gleich noch mehr. Dich erwischen lassen. Wie gesagt, am besten, ihr lauft übers Dach hier. Okay, die haben schon mal irgendwas erschossen hier. Du noch weg. Ebenfalls. Oh mein Gott, die haben mich gesehen, oder? Nee, doch nicht. Ah, nochmal Glück gehabt. Entfernung zum Ziel verringern. Oh mein Gott. Nein, oder? Okay, wir können sie jetzt töten. Das ist das Gute. Also die Verfolgung ist jetzt zum Glück zu Ende. Ich muss jetzt versuchen, einfach nur halbwegs, ja, unerkannt, sage ich mal, irgendwie jetzt hier in dieses Schloss zu kommen. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, dass wir ganz am Anfang schon mal in dem Schloss waren, dass ich da in diesem, in dieses Fenster rein bin am Hafen. Das werde ich jetzt ebenfalls versuchen, ob das klappt. Möglichst unerkannt. Ja, mal gucken, wie ich das hinkriege hier. Ich hatte mich letztens, wie gesagt, ziemlich dämlich angestellt. Aber ich werde hier hinten, denke ich, mal reinlaufen. Ich glaube, mittlerweile kann ich auch die Leute töten hier. Das glaube ich, ist kein Problem mehr mittlerweile. Ja, mal gucken. Und ich töte ich am besten gleich so. Und dann laufe ich einfach hier hinter ins Wasser und dann muss mal den Hintereingang nehmen. Weil, wie gesagt, der Vordereingang hier, der ist... Wie soll ich sagen? Also der ist gut bewacht. Also da werden wir noch ein bisschen zu tun haben wahrscheinlich. So, und jetzt wird doch gleich so ein blöder Gegner kommen. Oh Gott, kommt jemand? Eigentlich kann ich den Idioten töten, ist mir ja auch egal. Ja, er hat mich noch nicht mal gesehen. Unglaublich. Unglaubliche Szene. So, du auch noch weg. Das ist ein relativ unauffällig machen hier. So. Hier lang. Aber die beiden am besten gleich tot. Ja, perfekt. Das klappt ja wie am Schnürchen bisher, muss ich sagen. Mal gucken, wie lange noch. So. Also die Leute, die dezimieren sich schon mal. So, hier hoch. Aber jetzt müssen wir so lang. Also das ist derselbe Weg, den ich letztens auch gelaufen bin. Wo ich das erste Mal die Mission gespielt habe. Nebenbei sogar noch so ein Fragment bekommen hier. Was will man mehr? So, hier rein. Okay, da ist jemand. Ob ich dich bekomme? Ja, perfekt. Wow. Also, dass man auf so eine Art und Weise sterben kann, das ist auch was Neues. Und die Kiste gleich erbeuten, wenn wir einmal hier sind. So, dann schaue ich mal, ob das jetzt so halbwegs klappt hier, ne? Mit den, wie ich mir das so vorstelle hier. Ich glaube, ich kann man hier hoch. Ich weiß es gar nicht. Ja, man kann sogar hoch hier. Sehr schön. Soll ich ein bisschen aufpassen jetzt? Oh Mann, warum sind hier so viele? Hat ich nicht gesehen. Wow, unglaublich. Nicht schlecht. Ich glaube, ich hatte letztens, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwie. Okay, ein bisschen abhauen hier. Ja, ich mach das. Ich versuch's anders zu schaffen, weil wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Ich hoffe, die Leute jetzt nicht so eine beschissene Glocke.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Glocke gibt hier. Ich glaube, die sehen mich alle hier mehr oder weniger. Da vorne ist noch so ein Trottel. Wow! Schlaf den Leuten direkt! Weiß nicht, wie soll ich sagen. Ich kann sagen, man läuft den direkt ins Gesicht. Ja, und die merken das nicht. Ich muss sagen, die Steuerung ist halt wieder ein bisschen zickig. Du noch weg. Läuft er die ganze Zeit an seinen eigenen Leichen vorbei? Ich verstehe das nicht. Naja. So, hier unten sind jedenfalls jede Menge Leute. Ich werde aber erstmal versuchen, hier oben soweit alles tot zu bekommen. Ja, gar nicht erst groß Aufsehen erregen, einfach bekämpfen und weg. So. Oh Mann. So, du noch weg. Sehr schön. So, jetzt müsste hier oben eigentlich so ziemlich alles weg sein. Ich hoffe, ich kann den jetzt so töten hier. Wie ich mir das vorstelle. So, weil den Typen da hinten will ich nämlich tot machen. Ich glaube, das geht am besten, wenn ich jetzt hier über diesen Strick, über diesen Seil, oder Kabel oder was auch immer das ist. Ich hoffe, der haut nicht ab jetzt. Oh Mann, muss er jetzt direkt unter mir langlaufen hier? Tod? Ja, sehr schön. Das hat doch geklappt. So, das Problem wird jetzt gleich sein. Da kommt jetzt gleich so ein übelster Typ. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schon mal vorher gesehen hatte. Oh Mann. Ich glaube, ich werde hier erstmal ein Stückchen abhauen, weil, wie gesagt, der ist ganz schön nervig, der Typ. Oh Mann. Auf jeden Fall muss man den mit der Pistole am besten tot machen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Oh fuck, die hauen zu. Oh Gott. Ja, mit soll ich ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich lock den mal hier hoch. Hoffen, dass ich ihn vielleicht jetzt... dass ich die Leute mal ein bisschen tot bekomme hier. Zum Glück können die nicht schießen. Doch, du bist sicher nicht immun gegen Kugel. Ja, wir wissen selbst, dass wir den Typen mit Kugeln tot machen müssen. Ja, den erwische ich nicht mehr. So, dich ködern, kontern. Du noch weg. So, jetzt. Oh, fuck. Warum hat er immer noch diese Scheiße hier? Oh, mein Gott. Warum kommen schon wieder neue? Kann ich dich nicht treffen. Oh, Gott. Warum? Wenn ich dich erschieße. Okay. Oh, fuck. Warum? So, hauen wir wieder ab. Wie gesagt, das bringt nicht viel, hier gegen die anderen zu kämpfen, weil die kommen scheinbar immer wieder neu. Oh Mann, letztens hatte ich, glaube ich, 3 Kugeln gebraucht für den Typen. So, ein bisschen nachladen noch. Komm, lad schneller. Oh Gott, der kann ja doch schießen. Oh shit. Nein. Nein. Oh, unglaublich. Unglaublich. Ich liege hier da und die klotzen mich bloß dämlich an. Naja. Oh, jetzt reicht's mir. Oh fuck. Zum Glück sind es nicht allzu starke Leute hier. Oh, da kommen schon wieder neue. Zum Kotzen. Warum? Oh shit. Oh Mann, das ist aber echt schwer, ey. Also, ich weiß nicht, wie ich das letztens geschafft hatte. Ich hatte denen einfach 3 Kopfschüsse gegeben, dann war er weg. Ah, oh, ist das zum Kotzen, ey. Naja, probieren wir es nochmal. Okay. Oh fuck. So, du schon mal weg. So, du noch weg. Du noch weg. So, hoffen wir, dass das jetzt klappt. Sicher nicht immun gegen Kuh. Oh
Fuck, ey, der zieht ein komplett alles ab hier, ey.